Schönen guten Abend! Hello und hallo! Halli, hallo, Hallöchen! Herzlich willkommen zu Puff Puffs Happy Hour in der Kulturbrauerei in Berlin. Fast live. Unabgesetzt und noch nicht zerbombt, wir sind für Sie da. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin, weil das war gar nicht so absehbar, weil wir haben, ja, also ich wurde in einen neuen Ort untergebracht. Das alte Hotel wollte nicht mehr. Gut, dann mit der Minibar, ist egal. Auf jeden Fall. So, und dann dachte ich, ja, wie kommst du denn jetzt her? Also ich wusste nicht mehr, wo ich war. Also die haben mich relativ weit außerhalb. Also war eigentlich nicht mehr Berlin. Auf jeden Fall ist das ein... So, und da habe ich im Handy, das hat ja so eine Karten-App, da wollte ich nachgucken, wo ich hin muss. Ne? So, da habe ich da reingeguckt und da kam ein Mann auf mich zu und sagte, oh, Herr Puffpaff, Sie auch hier? Sind Sie auch wegen des Empfangs hier? Und ich sage so, nee, ich habe auch drinnen 5 Balken. Ja, nee, dann wollte ich, also... Und da ist mir aufgefallen, der meinte was ganz anderes. Ja? Und also gerade als ich mich erklären wollte, war der weg. Da stehst du dann ja jetzt auch nicht unbedingt schlau da. Und das ist wirklich durch diese digitale Welt, es gibt ganz viele Missverständnisse. Ne? Also wenn Sie hier in Berlin-Mitte sagen, ich habe kein Netz, ist das klar, ist alles okay. Aber stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie sind Fischer. Und dann stehen Sie mal mit einem Kollegen und sagen, oh, ich habe kein Netz. Ja, das hau ab, du Depp. Das ist ja... Hier, Schneewittchens Stiefmutter hätte mit Spiegel Online nichts anfangen können. Nichts. Überhaupt nichts. Und es gibt auch so einen Bedeutungswandel, ne, bei Sachen, also die früher eine ganz andere Bedeutung haben. Der Anrufbeantworter zum Beispiel, der hat einen sehr, sehr großen Wandel hinter sich. Früher waren ja so Anrufbeantworter dazu da, wenn man nicht zu Hause war, dann war der ja dafür da. Also für, der war quasi sie. Und wenn sie dann nach Hause gekommen sind, sind in den Flug gekommen, dann blinkte der und da wussten sie, ah, wer ist denn da, draufgedrückt, haben sie gehört, ach, der Oma, röchelte da nochmal aufs Band. Und mittlerweile sind ja aber Anrufbeantworter, das sind ja eher so Telefonatverhinderer, ne? Anrufvermeider, ne? Nach dem Motto, lass erstmal ein Apparat angehen, ist wahrscheinlich der Oma, weißt du? Dann kann die sich da leer quatschen und wenn sie nicht mehr kann, hebst du ab und sagst tschüss und dann ist sie glücklich. Und so geht das immer weiter. Ich meine, getoppt wird das Ganze noch vom Handy, ja? Da können sie schon beim Klingeln oder Vibrieren sehen, wer sie anruft, um dann zu entscheiden, ah, kein Bock, ja? Irgendwann gibt es wahrscheinlich eine App, die wird sie dann informieren. Wenn einer ihre Telefonnummer wählt, ja? Dann sagt die App, stell schnell das Telefon auf, dich ruft gleich einer an, ne? Es gibt diese Blocking-Listen, das ist ja noch besser, ne? Das ist auch total beknackt. Wenn sie irgendeinem eine Telefonnummer also von sich gegeben haben, den sie eigentlich gar nicht haben wollen, also dass der sie anruft, dann können sie im Nachgang eine Liste erstellen, dass der sie nicht... Also hab ich, warum gibst du denn da die Telefonnummer, du Eimer? Ja, irgendwann werden wahrscheinlich so Parallelwelten geschaffen werden, dass sich derjenige noch irgendwie wohlfühlt. Wenn er sie anruft, dann sieht er sie als Digitales. Oder so. Ich weiß, ich habe auch schon zu viel von den Strahlen abgekriegt. Moment. Wissen Sie, wo der größte technische Fortschritt in den letzten 25 Jahren jenseits der Kommunikation und des Internets stattgefunden hat? Wissen Sie es? Küchenmaschine. Bitte? Spülmaschine? Ein Hausmann, wer war das denn? Spülmaschine? Nee, ich sag's Ihnen, im Bereich der öffentlichen Toiletten. Und da dann konkreter im Bereich der Handtrocknung. Die größte Evolution, eigentlich sowas wie eine Klovolution. Weil vor 25 Jahren gab es tatsächlich noch so ein Handtuch in den Kneipen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da stand wirklich, also Pissoir, 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 Handtuch, Waschbecken. So, und stellen Sie sich mal vor, Sie kommen jetzt so, nachdem die Kneipe schon 7-8 Stunden geöffnet hatte, kommen Sie da rein und dann sehen die das Handtuch. Also es ist ja dann mehr so eine Art Harntuch. Ja, und dann, jeder hat versucht, oh, wo ist noch die trockene Stelle? Meistens haben sie versucht, mit dem Henkel oben, weißt du, trocken zu tupfen. Und wisst ihr, was danach kam? Was kam nach dem Harntuch? Wisst ihr, was war's? Bitte? Nee, nee, ach, das gehört. Ah, doch, sehr gut, genau, dieses Zzz, Zzz. Ich habe Sie, aber waren Sie mal Pantomimin oder was? Ich hoffe, Sie haben umgeschult. Nein, es war sehr gut. Das waren diese Endlos-Handtücher, ne? Wisst ihr, die so aussehen wie so eine Doppelripp-Unterhose, wo man immer so... Immer wenn ich auf die Toilette gegangen bin, war das Ding alle, weißt du, es hing dann unten in der Pissrinne und ich war wieder auf der Suche nach irgendwas Trockenem. Was kam nach der Doppelripp-Unterhose? Nicht der Lufttrockner, nee, es kamen diese Papierhandtücher, genau. Wisst ihr, dieser Schuhkarton, der ist gemacht für 80 Papierhandtücher. Und irgendwo da draußen gibt es so eine Sanifair-Servicekraft, die versucht, mindestens 2 Milliarden von diesen grauen Papierhandtüchern in diesen Eimer zu kloppen.
Liebe Servicegemeinde, packt nur 80 Stück. Haben Sie schon mal so ein Ding an einem Stück da rausgekriegt? Ich habe noch nie ein Papier da rausgekriegt. Ich habe immer diesen Batzen in der Hand oder mache mir Konfetti oder sowas. Hat auch schon mal den Apparat komplett in der Hand. Das ist auch doof, ne? Zum Abtrocknen nimmt der. Was kam danach? Dann kam der Lufttrockner, ne? Dieses Ding mit dem roten Knopf, hast du drauf gesehen, und wenn sie drunter waren, es war sauheiß. Im Grunde genommen haben sie ihre Hand gekocht und dadurch ist das Wasser verdampft, ja? Oder sie haben drauf gedrückt und es war aus, wenn sie die Hand weggenommen haben, weißt du, da gab es diese Gestalten, ne? Oder mit der Stirn, die ganz intelligent. Doch jetzt sind wir im Jetzt, die Gegenwart ist da. Captain Kirk, was sehr gut, ne? Was haben wir jetzt? Dyson Airblade 2000. Ein messerscharfer Strahl, eigentlich so eine Art Sandstrahlung. Er kommt da rausgeschossen, sie halten ihre Hände rein, ihre Hand wird abgeschnitten, kleine Zwerge machen ihre Hand trocken und nähen die dann wieder da dran. Das ist der Dyson Airblade 2000. Das Blöde ist, egal was für einen Fortschritt es da draußen gibt, es gibt ja auch immer noch uns, die User. Die Leute, die es benutzen. Und ich komme ja aus dem Rheinland und wir feiern ja sowas wie Karneval. Das ist einfach besaufen auch unter der Woche. Aber termingerecht halt nur zu einer bestimmten Phase. So, und ich bin in so eine Kneipe reingekommen, da hing so ein Dyson. Und vor dem Dyson stand ein Typ. Der hatte die Hose jetzt mehr so in der Kniekehle. Und ich sage ihm, die Geräusche. Ich werde sie nie, es war so ein. Der drehte sich nur um und sagte, letzter Tropfen. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.